Hallo. Hallo. Das ist Philipp. Und das ist Eva. Und wir fragen weiter für euch nach. Genau. Alle Infos hier. Los geht's. Heute bin ich bei Bertelsmann und trinke gemütlich einen Kaffee mit Kurt Bisping von Avato. Und da möchte ich jetzt gleich zu den Essentials übergehen. Die Essentials sind ja die Werte von Bertelsmann. Unter anderem sind die ja Unternehmergeist, Partnerschaft, Kreativität, Partnerschaft. Gesellschaftliche Verantwortung. Gesellschaftliche Verantwortung. Und was machen die aus? Was sind die? Es ist die Unternehmenskultur von Bertelsmann, es ist die Zusammenfassung, es ist der Grundkonsens unseres Handelns hier bei Bertelsmann. Und insofern sind die ja allgegenwärtig und bestimmen dann auch schon den Alltag. Alles klar. Und wie arbeitest du dann damit? Welcher Wert ist dir am wichtigsten? Welcher kommt bei dir am häufigsten vor in deiner Arbeit? Also der Leitsatz bei Bertelsmann heißt immer Unternehmer im Unternehmen. Mhm. Heißt, dass man einen sehr hohen Freiheitsgrad hat in seinem täglichen Tun und Handeln. Und das ist einfach etwas, was mir für meine Arbeit wichtig ist. Denn ich möchte nicht arbeiten, dass mir ständig jemand sagt, was ich genau zu tun habe, sondern ich möchte einen Rahmen haben, in dem ich mich bewege. Und die Bertelsmann Essentials sind ein, wenn auch ein sehr grober Rahmen, innerhalb dessen ich mich bewegen kann und kann halt in dem Unternehmen sehr viel selber gestalten. Und das ist das, was Spaß macht. Und du kannst dich dann kurzschließen mit Kollegen. Also das ist dann das Partnerschaftliche. Ja, also Bertelsmann ist sicherlich ein Unternehmen, was relativ flache Hierarchien hat. Mhm. Und da kommt dann der partnerschaftliche Gedanke mit rein, wo ich einfach die Möglichkeit habe, auch zum Teil hierarchienübergreifend mit Leuten zusammenzuarbeiten, mich eng mit meinem Chef abzustimmen. Was aber nicht heißt, dass er mir jeden Tag sagt, du musst das und das tun, sondern ich einfach die Möglichkeit habe, ich kann darauf zurückgreifen, aber umgekehrt das Ganze von sehr viel Vertrauen geprägt ist und ich einfach mich auch entwickeln kann. Genauso ist Partnerschaft an der Stelle für die Zusammenarbeit mit Kollegen, für Mitarbeiter natürlich sehr, sehr wichtig. Aha, hört sich gut an. Kannst du mir noch sagen, in den 12,5 Jahren, die du jetzt bei Bertelsmann bist, irgendein konkretes Beispiel für Unternehmenskultur, die du gespürt hast? Ich kann es sicherlich am besten an mir als Person festmachen. Mhm. Ich habe hier im Unternehmen die Chance bekommen, mit 28 bereits Führungsverantwortung im kaufmännischen Bereich zu übernehmen, mir dort mein Team aufzubauen, mir meinen Arbeitsplatz zu gestalten. Ich mache das jetzt mehrere Jahre und es macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Leistung und Menschlichkeit zugleich. So gut sich das kombinieren lässt, ja. Schön. Auf jeden Fall. Gut, danke dir. Bitte. Unser Fazit. Kreativität, Unternehmergeist, Partnerschaft und gesellschaftliche Verantwortung werden bei Bertelsmann großgeschrieben und man kann hier früh Verantwortung übernehmen. Hallo, ich bin Friedhelm Falkenreck. Ich bin Personalleiter der beiden Reifendivisionen der Continental. Und bei mir ist heute Eva von Jobstairs und die will mir ein paar Fragen stellen. Genau, das will ich jetzt auch gleich machen. Und zwar, wie sieht es denn bei Ihnen bei Continental mit Unternehmenskultur aus? Ja, Unternehmenskultur. Kultur ist ja ein schwieriger Begriff, den sollten wir versuchen, ein bisschen zu beschreiben. Was ist das denn eigentlich? Gerne. Wir verstehen darunter einmal das, was wir an Verhaltensregeln und an Werten vor allen Dingen aufgeschrieben haben, als das, was wir uns wünschen, wie unsere Mitarbeiter agieren. Und auf der anderen Seite ist es das, was tatsächlich im Unternehmen passiert, also wie Menschen miteinander arbeiten, sich verhalten nach innen und außen. Und welche Werte haben Sie so niedergeschrieben? Das sind natürlich eine ganze Menge von verschiedenen Werten, Eva, denn wir sind in einer Kultur, wo ganz viele Unternehmensbereiche aus verschiedenen Geschichten zusammengekommen sind. Wenn Sie das mal sehen, das alleine ist auf zwei Seiten der Leporello, der die 138-jährige Geschichte der Continental zeigt. Und da können Sie sich vorstellen, dass Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammengekommen sind. Wir haben versucht, das alles zusammenzufassen zu gewünschten Unternehmenswerten und die nennen wir bei uns The Basics. Das sind die Grundwerte unseres Unternehmens. Das ist das Ziel, was wir erreichen wollen, dass jeder Mitarbeiter die eigene Verantwortung spürt, ich gebe das Beste, was ich geben kann. Wir unterstützen, indem wir das nötige Wissen vermitteln, indem wir Mitarbeitern Gelegenheit geben, Ausbildung zu bekommen. Es gibt Standardprogramme für Mitarbeiter, die neu in unser Haus kommen. Selbstverständlich geben wir ihnen die Gelegenheit, auch später ihr Wissen zu aktualisieren. Und zwar betrifft das nicht nur die fachliche Seite, sondern auch die Verhaltensseite. Um so Mitarbeitern zu helfen, auch in einer guten Zusammenarbeit
zu einem gemeinsamen guten Ergebnis zu kommen. Ja, es ist ja alles schön und gut, was hier in der Theorie niedergeschrieben ist. Das kennt man ja. Nur wie ist es in der Realität bei Ihnen? Das Beste ist natürlich, wir fragen die, die bei uns ins Unternehmen reinkommen. Die haben immer noch den besten Blick für das, was hier tatsächlich stattfindet an Kultur. Und da sagen mir die jungen Leute, mit denen ich spreche, ob das jetzt Auszubildende sind oder Diplomanden oder Praktikanten oder Leute, die von der Uni oder von der Fachhochschule bei uns einsteigen. Sie alle bestätigen mir, es ist ein tolles Klima der Offenheit bei euch. Wir kommen hier rein, wir finden offene Türen, wir finden Leute, die bereit sind, sofort mit uns zu reden. Wir finden Leute, die mit uns ihr Wissen teilen. Wir bekommen schnell Verantwortung. Das heißt, wir sind auch sehr schnell dabei, konkrete Projekte konkret umzusetzen. Und das Wichtigste ist eben, dass es leicht ist, Netzwerke zu knüpfen, mit Menschen untereinander zu arbeiten. Das ist das, was Conti-Kultur ausmacht. Okay, also bieten Sie mir jetzt an, Ihnen die offenen Türen einzulaufen. Eva, die Tür ist offen. Dankeschön. Okay, machen Sie es gut. Tschüss. Danke, tschüss. Unser Fazit. Die Unternehmenskultur bei Continental ist in den Basics niedergeschrieben. Die Theorie der Basics wird auch in der Praxis gelebt. Und Continental bietet offene Türen. Was ist denn das Besondere an euren Seminaren?